Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tillan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um eine ganze Menge an Achievements, denn Blizzard hat jetzt mit Patch 10.1.7 einige neue Erfolge reingebracht für die Berufe. Ihr seht, wir haben hier unter Berufe jetzt für jeden Beruf einen eigenen Reiter und ja, es gibt einige verschiedene Achievements, die wir da absolvieren können, unter anderem gibt es jetzt so Sachen, dass wir jeden Hauptberuf in Nordend ausmaxen müssen, in der Scherbenwelt und so weiter. Also da gibt es einiges zu tun. Das ist aber relativ selbsterklärend, also da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Was wir machen wollen, ist quasi alle Achievements, wo man 2000 Sachen herstellen muss, um da so ein bisschen euch an die Hand zu nehmen, was ich jetzt gecraftet habe, was so am günstigsten ist, um so ein bisschen ein paar Vorschläge zu haben für euch. Genau, da gibt es natürlich noch einen Haufen weitere Achievements, die man absolvieren kann. Einige gehen quasi rückwirkend, also die hat man, wenn man sie damals hergestellt hat, hat Blizzard das getrackt und ploppen quasi auf, wenn ihr mit dem jeweiligen Chars einloggt. Manche andere, die muss man halt nochmal machen. Irgendwelche Ingi-Brillen, die ich alle schon mal hergestellt habe, müsst ihr halt nochmal machen. Aber zu den Sachen, wo es sich lohnt, ein Video zu machen, werde ich dann nochmal einzeln drauf eingehen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt diese Craft Achievements an. Die gibt es für nahezu jeden Beruf, zum Beispiel für Schmiedekunst, Lederer und so weiter, die ganzen Craft-Berufe und was ihr da am besten herstellt. Als allererstes würde ich sagen, steigen wir mit Schmiedekunst ein. Hier sind die Achievements gestaffelt von 100, 500, 1000 und 2000. Was habe ich hergestellt? Naja, Schmiedekunst, ihr könnt aus jeglicher Expansion jedes Item herstellen. Ihr solltet halt gucken, dass es, wenn dann, möglichst günstig ist oder vielleicht, dass ihr sogar ein Item herstellt, wo ihr Profit mitmacht. Ich bin auf Zweiteres gegangen, auf Schleifsteine, einfach um das schnell herzustellen. Ihr könnt nämlich dann alle herstellen machen, geht dann 1,5 Stunden AFK und die Dinger stellt es halt dann nach und nach her. Was habe ich gebastelt? Ich bin in den Classic-Bereich gegangen und habe dann hier Schleifsteine gebaut. Es gibt hier verschiedenste Schleifsteine und zwar gibt es hier quasi rauer, grober, schwerer, eiserner, robuster und so weiter. Ne? Und das sind meistens die günstigen Sachen. Im Normalfall liegen diese Schleifsteine bei wenigen Silbern. Es haben natürlich clevere Leute, die hochresettet. Seht ihr, jetzt kostet ein so ein Stein schon 2 Gold, 15 Gold. Müsst ihr halt gucken, welcher der günstigste ist, die aus dem Auktionshaus rauskaufen und die dann insgesamt 2000 Mal herzustellen. Kleine Randinformation, ich habe den groben Schleifstein mir gebaut, der war der günstigste, als ich quasi das gekauft habe, noch für 22 Silber. Mittlerweile sind da die Preise schon hochgegangen. Eventuell, wenn ihr Gold sparen wollt, wartet ein paar Tage, die Preise werden sich wieder normalisieren. Da versuchen halt gerade Leute ein bisschen Gold zu machen. Also hier, Schmiedekunst, kann ich im Classic-Bereich die Schleifsteine empfehlen. Dann gucken wir bei, hier Lederer rein. Bei Lederer kann ich empfehlen, gehärteter Sturmbalk zu bauen. Der ist nämlich relativ günstig. Jetzt schauen wir mal, wo das Ding ist. Gehärteter Sturmbalk. Ihr braucht nämlich nur einen Sturmbalk und einen von dieses goldenes Gerberöl. Und die kosten beide nicht viel. Jetzt können wir mal kurz im AH gucken. Also zusammen, oder hier steht das, ich habe da schon Addon, das ist anzeigt, zusammen kosten die 24 Silber zum Herstellen und ihr könnt es sogar für 50 Silber knapp verkaufen, das Ding, also ihr könnt theoretisch noch Gold mitmachen, ob sich das verkauft, sei mal dahingestellt, aber das ist mit Abstand das günstigste und das einfach auch 2000 mal herstellen, die Materialien kaufen und dann ab geht's. Genau, das waren die beiden Berufe, dann würde ich sagen, loggen wir ein bisschen durch und schauen uns die anderen noch an. Dann schauen wir als nächstes bei Verzauberkunst und hier gibt es sogar zwei Achievements, wo ihr was quasi herstellen müsst, in Anführungszeichen. Einmal haben wir 1500 Gegenstände entzaubern. Das wirkt tatsächlich rückwirkend, also da musste ich keinen einzigen Gegenstand entzaubern. In der Statistik sind nämlich die entzauberten Gegenstände drin und dementsprechend, wenn ihr im Laufe eurer WoW-Karriere mit euren Chars schon Sachen entzaubert habt, wird das hier gespeichert. Übrigens, ihr müsst dann alle Chars durchloggen, die diese Sachen entzaubert haben, weil erst dann wird es quasi gespeichert und das ist ein Account-Achievement, heißt, das wird alles zusammengezählt. Sonst, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr halt irgendwas ganz günstiges zum Beispiel mit Schneider herstellen und da können wir jetzt auch danach halt gleich mal reingucken. Gut, das andere Achievement, was wir haben auch mit Verzauberkunst einen Erfolg, dass wir 2000 Sachen herstellen müssen. Also entzaubern sind 1500, aber wie gesagt, das zählt rückwirkend. Verzaubert sind 2000. Und was ich euch da empfehlen kann, ist einmal, dass ihr in Mist of Pandaria reingeht. Und zwar könnt ihr da eure Materialien hin und her tauschen. Ihr könnt ätherischer Splitter,
könnt ihr einmal quasi klein machen in drei von den Essenzen. Und die Essenzen wiederum könnt ihr dann wieder klein machen in drei Staub. Ne? Und theoretisch könnt ihr dann fünf Staub wieder in eine Essenz verwandeln. Und genug Essenzen könnt ihr dann wieder in den Splitter. Also ihr könnt es immer hin und her verwandeln. Also ihr braucht nur ein bisschen was, am besten von den Splittern, und könnt es dann hin und her basteln. Also da habe ich, weiß ich nicht, nicht viel Gold gezahlt. Ein Splitter kostet ein Gold. Wenn ihr euch 500 holt, reicht das dicke. Wahrscheinlich wird es sogar weniger reichen, weil ihr könnt es hier immer wieder hin und her umwandeln. Also das ist eigentlich der beste Weg. Das geht in verschiedenen Expansions. Ich habe es jetzt mit Mist of Pandaria gemacht. Müsst ihr halt gucken, wann ihr das Ganze craftet, was bei euch das günstigste ist. Genau. Gut, soweit dazu. Dann schauen wir noch bei Schneider rein. Und zwar Schneider, wo haben wir es? Hier unten. Schneider hat auch jetzt wieder zwei Sachen, die wir gleich mitnehmen könnten. Einmal ganz normal 2000 Sachen herstellen, relativ selbsterklärend. Und es gibt noch ein weiteres Achievement. Da müssen wir 500 Wildstoffverbände herstellen. Also das sind die aus der aktuellen Expansion, ja. Und dementsprechend macht es Sinn, dass ihr quasi die 500 herstellt. Die zählen nämlich hierfür schon dazu. Ihr könnt auch sagen, okay, der Wildstoff ist nicht sonderlich teuer. Ich crafte vielleicht gleich die 2000. Das könnt ihr auch machen. Verband muss jetzt hier irgendwo... Genau, da ist er. Also der kostet jetzt hier 2 Stoff. Zusammen kostet es 2 Gold irgendwas. Ich habe dann persönlich aber so gemacht, dass ich den Rest in Classic gecraftet habe. Und zwar hier mit dem Leinenstoffballen. Da kosten 2 Leinenstoff 12 Silber. Das ist wohl das günstigste, würde ich sagen. Man kann auch gucken, Wollstoff. Ja, die sind alle günstig, ne? Also die ganzen Classic-Stoffe oder auch bestimmt in anderen Expansions, die sind alle relativ günstig. Also da könnt ihr gucken. Alternativ, es gibt noch ein Achievement. Da muss man später Alchemiesteine herstellen. Und dafür braucht man dementsprechend Expulsum. Und wenn man Expulsum schaffen will, ist halt das Beste, was ihr craften könnt, zum Expulsum schaffen, aus Kultiras die Handgelenke. Die hier. Und theoretisch, oder nee, das sind nicht die Handgelenke, wo sind sie? Irgendwo, das sind die Handgelenke. Theoretisch könnt ihr sagen, ich crafte gleich schon mal die Handgelenke für die 2000 und kann sie später mit eurem Eichichar dann schon mal im Boralos oder in Zuldasar, quasi, oder Dasalau ist die Hauptstadt, ne? Genau, auf der Hornseite, schon mal klein scrabben und dann Expulsum rausholen. Aber ich persönlich habe jetzt einfach diese Leinenstoffdinger gemacht. Das mit dem Expulsum-Shuffle mache ich später. Aber nur so als Randinformation könnte man gleich miteinander verbinden. Genau, so viel dazu. Und dann, wenn ihr Sachen entzaubern wollt, ja, Handgelenke sind immer das günstigste. Müsst ihr halt mal die Expansions durchgucken, was bei euch am sinnigsten ist. Vielleicht, also ich schätze sogar, dass im Classic-Bereich da auch Geschichten dabei sind, die günstiger sind zum Entzaubern. Was haben wir hier für Handgelenke? Die vielleicht, die kosten 2 Gold 95. Die grünen Leinstoffarmschienen, die könnte man theoretisch craften, aber ja, da müsst ihr gucken, in welcher Expansion gerade die Stoffe am günstigsten sind. Gut, soviel zu den beiden Berufen, dann gucken wir mal weiter. Dann schauen wir uns als nächstes einmal Inschriftenkunde an, und auch da gibt es ein paar neue Achievements. Unter anderem zwei, die wir uns angucken wollen. Einmal hier quasi das Craft Achievement, da müssen wir 1500 Sachen mit Inschriftenkunde herstellen. Und dann gibt es noch ein weiteres, dass wir quasi 2000 Blumen klein malen müssen. Und ja, was kann ich euch da empfehlen? Einmal Inschriftenkunde aufgemacht, wir gehen rein unter Inschriftenkunde Kataklysmus. Und hier gibt es 3 Origami-Rezepte. Und dafür brauchen wir nur leichtes Pergament, und zwar 3 Stück. Ihr seht schon, Herstellungskosten 12 Kupfer. Also wir sind wirklich im Kupferbereich, nicht mehr im Silber. Die könnt ihr euch im Mahar kaufen, oder ihr habt halt quasi einen Moundverse kaufen könnt, oder auch Händler haben das auch. Hier beim Händler kostet 5 Pergament kosten 20 Kupfer. Also das kostet fast überhaupt nichts, ja. Dann kriegt ihr ewig viele von diesen Teilen. Es sind auch neue Achievements reingekommen, ich glaube das hier. Da muss man diese Origami-Dinger in verschiedenen Gebieten benutzen. Eventuell kann man diese sogar nochmal mit Gewinn verkaufen, weil ihr müsst überlegen, ihr braucht ein paar Kupfer, um eins herzustellen, und die sind sogar ein paar Gold wert. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, die ins Sahar zu hauen, aber nur so als Tipp am Rande. Und das Zweite, was wir gucken wollen, ist das mit dem Malen. Hier ist es so, dass ihr am besten guckt, dass ihr einmal ins Auktionshaus geht. Halt, da. Dann gehen wir rein unter Regenzien, oder wo haben wir es? Ne, Handwerkswaren. Dann müssen wir einmal auf Kräuter. Hier haben wir es.
Und dann schaut er halt, welches gerade am günstigsten ist. Bei mir war die Hochblume am günstigsten. Die habe ich mir geschnappt. Ihr müsst hier nicht 2.000 kaufen, sondern 10.000. Ja? Weil ihr dementsprechend immer 5 braucht, um ein Ding quasi klein zu machen. Die kosten nicht viel. Was würden jetzt hier 10.000 kosten? Seht ihr, 1.000 irgendwas Gold. Also es ist jetzt 10.000 hört sich jetzt viel an, aber die Hochblume ist relativ günstig. Die könnt ihr klein malen. Und ja, bei mir war sogar, ich habe das auf einem zweiten Account gemacht, die ganzen Achievements sind in der Battle.net-Account gebunden, dann konnte ich parallel das so ein bisschen laufen lassen. Wichtige kleine Randinformation, hier, wenn ihr 10.000 kauft, müsst ihr es halt einmal reinziehen und dann müsst ihr halt jeden Stack quasi einmal einzeln reinziehen. Ihr könnt, glaube ich, auf 1.000 die nur stacken, also ihr könnt nicht einmal reinziehen, halbe, dreiviertel Stunde AFK gehen und wiederkommen und das fertig, sondern ihr müsst halt dann alle paar Minuten, ne, müsst ihr halt den nächsten Stack reinbasteln. Aber diese Pigmente, die dann rauskamen, waren sogar einen Ticken Mehrwert. Also da macht er sogar einen positiven Schnitt. Genau, so viel zu den beiden. Und wie gesagt, es gibt hier noch so eine Origami-Achievement. Vielleicht könnt ihr die verkaufen oder behaltet ein paar, dass ihr die da noch einsetzen könnt. Dann schauen wir uns als nächstes Alchi an. Und hier haben wir auch wieder zwei Achievements. Und zwar haben wir einmal ein Achievement für Elixiere und Fläschchen oder Fiolen, die Geschichte. Da müssen wir insgesamt 1500 herstellen. Und dann haben wir noch ein zweites Achievement für 2000 Tränke. Und ich kann euch da was empfehlen. Und zwar würde ich da unter Pandaria reingehen. Und dann für die Tränke macht am meisten Sinn, hier einfach der ganz normale Heiltrank sich zu kaufen. Aktuell ist die Teepflanze sehr teuer. Die ist normalerweise bei ein paar Silber. Jetzt ist die hier gerade auf 7 Gold hoch. Da müsst ihr vielleicht Ticken noch warten. Und das andere, was ich für die Fläschchen empfehlen kann, ist hier Elixier des Friedens. Da brauchen wir auch nur zwei Materialien. Einmal hier den Regenmond und die Narrenkappe. Und die sind tatsächlich gerade noch relativ günstig. Kostet zusammen kein Gold, um da eins herzustellen. Genau, das sind die beiden, die ich empfehlen könnte. Wie gesagt, aktuell hat irgendjemand hier die Teepflanze resettet. Da könnte man halt gucken, ob man in einer anderen Expansion einen günstigeren findet. Eventuell einen Heiltrank in Classic. Schauen wir mal, ob wir da was haben. Erfrischender. Ah ne, das ist der... Meistens sind die Heiltränke immer das Erste, was man bauen kann. Ja gut, das kostet auch 10 Gold. Na gut, da wird man bei den wenigsten günstiger fahren, ne? Also eigentlich war die Teepflanze immer das Günstigste. Ist wahrscheinlich jetzt, wenn wir jetzt hier so durch... Ah, der wäre günstiger, der in Legion, ne? Na, wobei, um den Grundheiltrank herzustellen, ja... Am besten wartet er... bis die Teepflanze wieder ein bisschen günstiger ist oder er sagt, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt die Sachen. Ihr braucht halt immer nur eine Teepflanze. Das ist halt der Vorteil. Bei den meisten anderen Tränken braucht man halt blöderweise mal ein bisschen mehr Materialien. Genau, gut, dann würde ich sagen, schauen wir den nächsten Beruf noch an. Dann schauen wir uns als nächstes noch Inji an. Und zwar habe ich das jetzt hier auf dem Twink gemacht, der quasi nicht großartig was geskillt hat. Ist aber relativ egal. Das Beste, was ihr beim Inji machen könnt, ist Sprengpulver herstellen. Da gibt es verschiedene im Classic-Bereich. Es gibt hier das raue Sprengpulver, dichtes Sprengpulver, robustes und so weiter. Da braucht man quasi auch wieder diese Steinchen, die wir bei Schmied schon hatten. Und da müsst ihr halt einfach gucken, welcher bei euch der günstigste ist. Die sind jetzt am ersten Tag auch alle ziemlich hoch resettet worden. Normalerweise liegen die bei ein paar Silber, die Teile. Jetzt zahlt man halt teilweise 3-4 Gold für die Dinger. Ich habe mich einfach zu entschieden, die 2000 Teile zu kaufen. A3 Gold, da ist man dann zwar schon bei ein bisschen was, aber dafür ist das Ding auch weg und ich muss da nicht mehr gucken. Genau, also sonst gibt es da nichts, also nur quasi 2000 craften und dann müsst ihr halt schauen, welches Sprengpulver am günstigsten bei euch zum Herstellen ist. So, dann schauen wir noch den Juve einmal uns an. Und beim Juve gibt es auch wieder zwei Achievements. Und zwar haben wir einmal 2000 Gegenstände herstellen und dann haben wir noch 2000 Items sondieren. Bei der Sortierungsgeschichte ist es relativ easy. Ihr geht einfach wieder her, schaut rein bei den Handwerksmaterialien, dann Metalle und Steine und dann guckt ihr, was am günstigsten ist. Kleine Randinformation, Kohle könnt ihr nicht sondieren, robuste Steine auch nicht. Das günstigste, was jetzt hier drin ist, wäre Cerevit-Erz oder Thorium-Erz. Das schwankt immer ein bisschen, vorher war bei mir Thorium am günstigsten, dementsprechend habe ich das sondiert. Aber ihr könnt euch auch Cerevit-Erz sondieren, das bleibt sich eigentlich gleich.
Genau. Ich glaube, ich habe mit Thorium sogar noch ein bisschen Schnitt gemacht, weil hier die Steine sind alle ein bisschen was wert. Naja, gut. Genau. Und ja, zum Craften habe ich dann einmal das aktuelle, die alle aktuelle Expansion genommen. Ich habe hier auch wieder einen Twink auf dem dritten Account hergenommen, dass ich das parallel alles machen kann. Und zwar habe ich hier den ersten Stein, den man quasi beim Lehrer lernen kann, einfach gecraftet. Kostet jetzt 2 Gold 20 pro Craft, also ein so ein Stein kostet 1 Gold irgendwas. Ist jetzt nicht sonderlich teuer. Man kann es theoretisch ein bisschen günstiger haben, wenn man vielleicht noch ein bisschen wartet, denn es gibt hier im Classic-Bereich noch so, nicht die Figuren, wo ist es? Genau, also Statuen. Und diese Statuen brauchen auch wieder grober Stein, schwerer Stein und wie gesagt, im Normalfall sind die für wenige Silber drin. Aktuell haben die halt Leute hochgesettet und deswegen sind die teurer. Da lohnt sich dann eher der, ja, dieser Gem aus Dragonflight, den hier, Ewigkeitsbernstein. Und ja, müsst ihr halt gucken, was bei euch dann quasi günstiger ist. Juti, das war's dann eigentlich mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Alle dieser Folge sind übrigens Battle.net-Account-weit. Heißt, ihr könnt die mit verschiedensten Chars angehen und das auch teilweise parallel machen, wenn ihr mehrere Accounts auf demselben Battle.net habt. Das noch so als kleine Randinformation. Gut, die anderen Achievements werden wir uns dann im Speziellen in extra Videos angucken. Da gibt es ja dann hier einiges zu tun. Übrigens für Kochkunst gibt es kein neues, wo ihr was craften müsst. Da müsst ihr nur 400 Rezepte haben. Angeln hat, glaube ich, gar nichts Neues. Archäologie auch nicht. Bergbau sind eigentlich nur Sachen, wenn dann verhütten oder abbauen. Das meiste hat sich Blizzard tatsächlich gemerkt. Also die meisten bis auf 2 Achievements habe ich automatisch angerechnet bekommen. Bei Kirschner müssen wir so ein paar Tierchen beschwören. Da werde ich aber auch noch Videos zu machen. Und Kräuterkunde ist das gleiche. Einen Haufen verschiedene Kräuter aufmachen. Und das meiste hat sich Blizzard auch gemerkt. Also ist das eine relativ easy Angelegenheit. Juti, jetzt sind wir wirklich am Ende. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Solltet ihr andere Sachen hergestellt haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Helft den anderen Leuten, wenn ihr was Günstigeres gefunden habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.